So, Hallöchen, zurück zu Let's Play The Witcher 3. Danke fürs Einschalten. Und nochmal kurz was von der letzten Folge. Denn da hatten wir ja viel mit diesen Endriagen zu tun gehabt. Da war goldene Pyrol und das hatten wir ja schon mal hergestellt. Nur ich war einfach zu blöd, es zu finden. Und es ist nämlich hier drinnen. Jetzt passt mal auf. Das wollte ich doch nicht. Und zwar ist es hier drinnen, aber nicht da unten, bei diesen Fläschchen, bei diesen ganzen Ölen. Nein, sondern hier oben, goldener Pyrol, Meistergegenstand. Das ist nämlich ein Trank, gewährt Immunität gegen Gifte und neutralisiert Gifte, die bereits in der Blutbahn sind. 20 von 100 Vergiftung und 60 Sekunden Wirkdauer. Und das werden wir doch mal gepflegt an uns nehmen. Denn das können wir uns dann hier aussuchen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ne, nach oben. Goldener Pyrol, das seht ihr unten links. Muss ich mit der Kreuztaste nach oben. Okay. Ja, aber jetzt sind wir hier bei diesen Igni, beziehungsweise bei dieser Quest. Nämlich da waren wir ja schon mal, bilde ich mir ein. Und wir haben das auch soweit eigentlich durchgespielt, bilde ich mir ein. Und hier waren wir schon auch mal mit diesem Sternenhimmel. Ja, wir waren da schon mal, Freunde. Kleines Déjà-vu, wie es aussieht. Obwohl, aber den haben wir noch nicht besiegt. Nee, nee, das war dieses hässliche Viech. Edzettler! Ups. Aus Versehen ans Mikro gekommen. Ja, dieser Bastard war das. Wo ist dieser Wichser? Nein! Alter Verwalter. Wie komme ich gegen den klar? Ignus Fatuus, alter Verwalter. Schon tot, super, herzlichen Dank. Okay, dann werden wir doch mal gegen was, beziehungsweise gegen was der Typ allergisch ist, gehen wir doch mal schnell ins Bestarium, denn ich trinke mal kurz was. So, wieder da. Und ja, wie gesagt, werden wir doch mal ins Bestarium schauen. Gegen was dieser Typ allergisch ist, nämlich wenn der draufhaut mit seinen Pranken, dann geht einiges weg. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht mit Quen, ob ich da vielleicht mehr ausrichten sollte. Und heute ist ja die, normalerweise, wenn ich mich nicht irre, die 116. Folge. Normalerweise würde ich heute nach dieser Folge eine Staffelpause einlegen. Jetzt ist es so, ich suchte ja dieses Spiel wahnsinnig und ich gucke nochmal hier ins Bestarium, weil ich werde es euch dann mal gleich nochmal erzählen, was ich vorhab. Draconide war es nicht, Geister? Nee, war es auch nicht. Hybriden war es auch nicht, Insektoiden schon gleich gar nicht. Nekrophagen, hier ist allergisch gegen Mondstaub, Nekrophagenöl. Und Quen, also doch. Jetzt ist die Frage, haben wir dieses Nekrophagenöl? Haben wir dieses Nekrophagenöl? Mein Freund. Wenn, dann haben wir es hier. Insektoide, Hybridenöl, Konstruktöl. Verbessertes Bestienöl, Nekrophagenöl. Hier haben wir es. Yo. Wir werden das Schwert auch dann auch mal gleich reparieren. Aber können wir nicht, oder? Können wir doch? Nein, können wir nicht, ey, shit. Okay, aber wir haben wenigstens das Nekrophagenöl. Und was war das nochmal von den Bomben her? Ich gehe nochmal kurz auf Quent, das ist nämlich das Schutzschild. Dann haben wir das schon mal.
Welche Bombe war das nochmal? Ich muss nochmal ganz kurz. Mondstaub. Jetzt gucke ich mal, ob wir die herstellen können, beziehungsweise ob wir die schon haben. Ja. Welche mystische Zutaten? Alkoholbomben, hier haben wir es. Diesen Mondstaub, da haben wir noch gar nicht die Rezeptur, wie es aussieht. Dieses Maribor. Konntest du mal einmal herstellen, Freunde? Erfolgreich hergestellt, Maribor. Verflucht. Dieses Reliktöl, das würde ich eigentlich auch mal gern wollen. Das nehme ich mal ins Fenster mit rein. Okay, das haben wir nicht, die Bombe, egal. Hätte ich ja gesagt, dann probieren wir es trotzdem nochmal. Gegen diesen Typen. In der Hoffnung, dass es klappt. Und wegen der 116. Folge erkläre ich euch doch mal später nochmal. Ich werde es jetzt mal überspringen. Sonst zieht es sich ja hin. Da bist du hässlich. Und jetzt zieht er doch einiges ab hier. Nein, aber der ist immer noch sehr, sehr stark. Nein, schon tot wieder. Alter Verwalter, was geht mit dem ab? Gibt's ja nicht. Ich brauch die Bombe. Ich brauch dringend die Bombe, Junge. Boah, Freunde. Ich glaube, da muss ich nochmal. Ich glaube, ich lass das nochmal. Komm, was soll's. Ach, Jesus, na. Jesus, na. Jesus, na. Okay. Dann warten wir das nochmal ein bisschen ab, denke ich. Aber es hat schon besser geklappt. Ich bräuchte halt die Zutatenliste von dieser Bombe. Wie heißt die nochmal? Ach, ich habe ein Gedächtnis manchmal wie ein Sieb. Gerade wenn ich spiele. So geht's eigentlich im normalen Leben, aber kennst du die aus. Okay, dann lassen wir das mal jetzt. Ja, was ich jetzt sagen wollte, die 116. Folge ist es. Ich wollte heute, wie gesagt, eine Staffelpause machen, aber da ich das Spiel immer noch so dermaßen suchte, denke ich, werde ich weiterspielen. Da ja aktuell Metal Gear Solid nebenbei läuft. Und dann ja jetzt auch FIFA 16 rauskommt, das ich ebenfalls zocken werde. Und ich weiß noch nicht, wie ich es mache, denn ich produziere immer wieder ein bisschen vor. Und da ich nicht weiß, beziehungsweise da ich jetzt noch überlege, wie ich es am besten mache, vielleicht werde ich auch gehen wir hin am besten. Gehen wir mal hier hin. Da ich ja wirklich, kommt es laufen mit dem Rest. Hier hat jemand eine Illusion geschaffen. Hier ist etwas. Wo ist das Artefakt, das Kay gegeben hat? Artefakt? Was ist das jetzt? Ach, das ist der gleiche Eingang, beziehungsweise der Eingang von der anderen Seite. Gut, ja, wie gesagt, ich vermute, beziehungsweise ich denke, ich werde es so in Etappen spielen. Metal Gear Solid wird mit großer Wahrscheinlichkeit täglich kommen. Oder FIFA, ich weiß es nicht. Da müsst ihr halt mal schauen jetzt. Wie gesagt, ich produziere ja mir wieder ein bisschen vor und ich denke mal bis dahin. Bis zum 24. und 25. September werde ich da die passende Lösung gefunden haben.
Und ja, mal schauen. Wie gesagt, da ich das suchte, oder ich spiele das nur am Wochenende, dass ich die Spiele am Wochenende rausbringe. Dass ich da dann halt 3 Folgen rausbringe. Gegen was sind die eigentlich allergisch? Auch gegen irgendein Öl, diese Viecher. Wo sind das hier? Insektoide gegen ein Öl? Ne, den goldenen, das Insektenöl, ne? Aber das haben wir ja nicht, ne? Oder haben wir das? Meine Fresse. Da. Doch, Hammer. Alter, ist das geil. So, ja, Igni bringt eigentlich nicht viel. Aber vielleicht die telekinetische Druckwelle. Hey, Stinkbeutel. So, ich habe jetzt diesen goldenen Bioma gesehen. Der hier gut dabei ist. Wow, da kann ich richtig töten hier vorne. Da kann ich richtig abstauben hier. Naja, sehr schön. Aber wir gehen mal lieber wieder hier weiter. Schnell weg von diesem Ort. Und ja, wie gesagt, lasst euch überraschen, was auf meinem Channel täglich kommt und was ich vielleicht abwechseln. Vielleicht mache ich es auch. Da ist dieser Typ schon wieder, ne? Bewachter Schatz, was ist das für ein Kasper? Mit dem hatte ich es doch schon mal zu tun. Ich werde mal hier sicherheitshalber speichern, Freunde. Mich dann kann schon nichts passieren hier. So. Erdgenius, der hat 20. Na, da bleibe ich doch mal lieber weg. Dann gehe ich doch lieber woanders noch hin. Ja komm, dann verpisse ich mich doch lieber hier nach unten. Ist ja auch nicht weit. Das ist nicht die Welt, wenn wir gleich holen. 50 Meter noch. Hier ist auch ein bewachter Schatz. Von wem? Ich kann noch nichts erkennen. Hör, von wem wird der Schatz bewacht? Sumpfschrulle? Ach du Scheiße, der hat 20. Na, es ist ein bisschen too much, wie ich finde, für mich noch. Das dauert noch ein bisschen. Gut, dann gehen wir nochmal. Gucken wir, wo die nächste Quest ist. Hier. Nicht erkundeter Ort. Ist auch gleich um die Ecke. Ja, da lacht natürlich mein Herz, wenn das alles sehr dicht beieinander liegt. Hier ist es schon richtig hügeliger, ne? Und mit mehr Berge. Banditenlager, naja, mit denen werde ich doch klarkommen, oder? Komm nur! Lass die nicht zu Arme kommen! Halte sie Schnauze und kämpfe! So, Freunde. Hätte ich den ersten Dolch schon mal weg? Kann ich da was nehmen? Hä? Junge, ich will dich. Beziehungsweise deine Waffen. Wird aber auch nicht stark bewacht, ne? Junge. Jo. Nur wie gerade Langschwert. Was hat der? Der wird auch nichts anderes haben, ne? Nee. Haben wir hier noch ein Öl?
Und Anfänger Rüstungsreparaturset. Mehr haben wir da nicht. Ja, das ist schwach. Und wir haben hier noch was. Nur wie gerade ein Langschwert. Okay. Ja, immerhin, ne? Immerhin. Gibt es sonst noch was in der Gegend? Ja, dann gehen wir noch mal hier hin. Ist zwar ein bisschen weiter, aber egal. Na, die Pflanzen. Pflanzen nehmen ja eigentlich recht wenig weg, ne? So, was die Kilos angeht. So. Also hier war ich aber auch wirklich noch nie, ne? Die ist richtig hügelig und bergig. Sowas mag ich, ja. So frei in der Natur. Wölfe. Ui, da ist aber ein Haufen Rudel. Mit einem Wisch seid ihr alle Wächter. Da ist noch einer. Wauzi. Na. Okay, die sind alles für mich eigentlich gar keine große Herausforderung mehr, aber ich nehme es halt mit, weil es erstens Fleisch gibt und zweitens doch ein bisschen Erfahrung. So, ach, die Gegend gefällt mir hier eigentlich so richtig, ne? Ist schon schön hier. Ui, was ist das für ein Kabauze da? Muss ich gegen die kämpfen? Nee, ne, eigentlich nicht. Alter! Nix wie weg, nix wie weg, nix wie weg. Nix wie weg, Junge, nix wie weg. Alter, Alter. Ich sterb hier gleich, Alter. Ich sterb hier echt gleich. Gut, da muss ich mich hier wohl einen anderen Weg finden. Aber erstmal haue ich mir eine Runde Meditation rein. Alkohol ist mit Hilfe von starkem Alkohol wurden alchemistische Objekte gefüllt. Kann ich das nur machen, wenn ich genug Alkohol habe? Ich glaube, das ist sowas. Ich bin hier in einem Eck, Alter. Das ist ja nicht mehr schön. Aber ich muss hier hin, ich bin hier da noch gar nicht, ne? Ich werde mich trotzdem mal ein bisschen ranpirschen. Aber ich befürchte. Hoffentlich sehen die mich nicht. Sind auch so Riesenviecher. Ich schau mal, dass ich vielleicht hier ein bisschen unentdeckt. Dass ich mich da irgendwie, keine Ahnung, rumschleichen kann. Da ist noch eine Pflanze. Ach, das sieht schon richtig cool aus. Leider ist es recht bewegt hier. Okay, hier kann ich nicht rum. Muss ich mir einen anderen Weg suchen. Ich komme da einfach nicht rum. Aber ich glaube, das kann ich hier sowieso vergessen. Okay, Freunde, dann nehmen wir doch mal eine andere Quest an, hätte ich gesagt. Schatzsuche. Ja, komm. Lies Georgs Notizen, finde alle Schemas.
Komm, dann machen wir das noch, Freunde. Wie ist Gregors Notizen? Das werden wir doch gleich machen, oder? Oder in der nächsten Folge? Das ist die Frage jetzt. Mit diesen oder in der nächsten Folge? Komm, machen wir in der nächsten Folge, liebe Freunde. So, mit diesem schönen Ausblick. Oh ja, ich muss hier echt abhauen. Sage ich danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Witcher 3. Macht's gut. Ciao.